Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner matschigen Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Jawohl, diese Woche habe ich natürlich auch wieder fleißig den Wetter getrotzt und habe an meiner Plattform da hinten weitergemacht, nachdem ich ja die letzten Tage, Schrägstrich Wochen, damit verbracht habe, erstmal alles aufzuräumen und vorzubereiten, ging es dann jetzt endlich mal ans Aufbauen. Und ja, das habe ich soweit geschafft. Jetzt können wir da hinter mir, seht ihr noch die Paletten stehen mit den Steinen. Die gehen jetzt demnächst dann auf die Plattform, dann habe ich hier ein bisschen Platz. Dann geht es bei der nächsten Baustelle weiter und. Aber ich würde mal sagen, ich quatsche jetzt an der Stelle auch gar nicht lange, sondern das erkläre ich euch später und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, jetzt sind ja die ganzen garstigen Steine hier endlich weg und ich kann, naja, so gesehen ans Aufbauen gehen. Sehr schön. Und ja, das habe ich mir folgendermaßen vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich habe hier mal schon mal so eine Reihe Steine hingelegt. Für mich jetzt erstmal zur groben Orientierung. Das Ganze soll so aussehen, von dem Baum an da hinten bis hier auf die Hausecke. Das sind, ja, da plane ich jetzt 4,80 Meter. Und in der Tiefe hätte ich gerne 1,60 Meter. Warum? Ganz einfach, das ist ja hier ein Palettenlager und Paletten haben nun mal die Maße 1,20 x 80. Und wenn ich das so dimensioniere, dann kann ich quasi zwei Paletten parallel stellen oder hintereinander stellen sozusagen in die Länge und kann eben vier Paletten nebeneinander stellen hier von der Länge her. So. Und ja, dann hättest du schon mal 8 Paletten auf der Ebene bzw. Gitterboxen. Dann könntest du die Gitterboxen noch stapeln. Also da geht dann schon was. Da kriegt man hier auch schon richtig was hin auf die Fläche. So, deswegen, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das Ganze ein bisschen begradige. Da habe ich mir jetzt auch zur Feier des Tages mal meinen Grabenräumlöffel davor gezangelt. Ja, ich lese ja immer wieder in den Kommentaren, Mensch, Fachwerker, also bei irgendwelchen Arbeiten, warum machst du das denn mit so einem kleinen 40er? Mach doch mal einen richtigen Löffel davor. Ja, das ist immer das, so Umgrabearbeiten. Also wenn du jetzt Erde bewegen willst oder Schotter oder sonst irgendwas, dann ist das mit so einem Minibagger und so einem großen Löffel relativ ungünstig oder unschön. Jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, wovon ich rede. Und die Leute, die es noch nicht versucht haben, die fragen immer, warum man nicht einen größeren Löffel davor spannt. Ne? So. Und ja, aber hier kann ich mir jetzt vorstellen, ich muss ja hier im Prinzip so ein bisschen freikratzen, will das jetzt auf eine Ebene bringen, das Ganze. Und dafür könnte der ziemlich gut sein. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Dass wir das jetzt hier erstmal ein bisschen ausschachten, ein bisschen begradigen. Mal gucken, ob ich da nochmal einen Laser noch extra für raushole, ob ich da heute gar nicht mehr zukomme. Mal schauen. Und dann hinterher ein bisschen Erde rein, nicht Erde, Sand, ein bisschen Sand dann rein und da kann ich dann die Terrassenplatten drauflegen. Und da muss ich mal gucken, ich hatte noch erst überlegt, ob ich noch eine Steinkante drumherum lege und die dann in Speis, also in Beton praktisch so eine kleine Kante drum, so wie bei einer Rasenkante oder sowas, aber ich glaube, das brauchst du hier nicht. Das soll ja auch nicht für immer sein, dieses Lager, das ist ja nur für die Bauzeit. Ich will mal hoffen, dass ich später sowas nicht mehr brauche, wenn ich hier dann, sage ich mal, privat drinne wohne, so. Und naja, denn, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, das wird auch so erstmal funktionieren, ohne dass ich da mir riesig einen fertig mache in der Betonkante drumherum und so. Naja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Gucken wir mal, dass ich das Ganze gerade kriege. Und ja, dann ja, mal schauen, wie viel Platten dabei so drauf gehen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das geil nachher aussieht. Naja, gut, also wie viele Platten da letztendlich bei drauf gehen, das kann sich der gewiefte Ingenieur natürlich ausrechnen. Die Platten haben den Maß 40 x 40. Ich möchte 4,80 Meter x 1,60 Meter Fläche, also 48 Platten. Das ist jetzt nicht so eine große Wissenschaft. Was ich damit nur meinte, ich habe die im Prinzip nie wirklich durchgezählt, da diesen Ludolfschen Haufen an Terrassenplatten. Und ich weiß auch jetzt gar nicht, die sind ja auch teilweise kaputt und so weiter, die da unten drunter liegen. Da muss ich halt sehen, wie viele da am Ende übrig bleiben, na, wie die ich dafür verwende. Kann. So, endlich darf ich auch mal wieder Bagger fahren. Ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen gefreut nach dieser ganzen Knochenarbeit in den letzten Wochen. Ja, immer schön alles von Hand da in die sortieren und so endlich mal wieder ein bisschen Maschinenunterstützung zu bekommen, ist dann immer sehr, sehr angenehm. Ne? So, ihr seht ja auch, das ist ja alles relativ krumm und schief. Deswegen muss ich das jetzt so ein bisschen ausbaggern und ja, vor allen Dingen auch so ein bisschen begradigen, dass ich da eben nachher auch die Paletten sollten natürlich, wenn sie denn gestapelt werden, sollten sie möglichst gerade stehen. Letzten Endes ist es ja nicht so schlimm, wenn da so ein bisschen Gefälle drin ist, fließt ja auch dann Wasser besser ab und so weiter, ne, ist ja auch irgendwie klar. Aber nichtsdestotrotz sollte das erstmal grundsätzlich gerade sein. Auch, weil ich da ja gleich noch Sand drüber mache, als letzte Schicht, um die Platten besser verlegen zu können. Und deswegen gucke ich hier jetzt mal, dass das erst alles mal so ein bisschen begradigt wird, damit ich nachher
nachher nicht so viel Sand zum Auffüllen auch vor allen Dingen brauche. Ne? Ich bin dann noch am Überlegen, da das jetzt ja an der Hauswand, also das ist an für sich eine recht geschützte Ecke, ne, so vom wettermäßig her, also das ist jetzt nicht gerade die Wetterseite, da sind die Paletten, stehen da schon halbwegs geschützt, aber es wird natürlich Sinn machen, da eventuell noch so einen kleinen, ja, zumindest eine Plane nachher drüber zu packen oder irgendwie so ein kleiner, so ein Holzdreieck da an der Wand zu zimmern. Ich muss mal gucken, ne, dass das halbwegs sauber denn da nachher auch steht und nicht komplett zuwächst. Da muss ich dann sowieso mal sehen. So, und was ich dann auch noch gesehen habe, jetzt wo ich gerade das Fallrohr hier sehe, ich habe ja immer gesagt, boah, diese Wiese hier unten, die ist total feucht. Komischerweise halt, ne? Also ich meine, gut, das ist eh ein sehr lehmhaltiger Boden. Der hier unterhalb oder generell hier um das Haus herum ist alles sehr, sehr lehmhaltig und also relativ schwerer Boden und das ist hier unten wirklich komplett feucht. Und ich habe dann mal dieses Fallrohr hier mal so ein bisschen verfolgt, weil ich so überlegt habe, ja, wo geht das überhaupt hin? Das verschwindet da im Boden, ne? Und dann fire and forget. Ja, von wegen, Leute, das verschwindet wirklich im Boden, das läuft einfach in die Wiese und ich behaupte mal, also das läuft jetzt bergab praktisch und ich behaupte mal, das hört einfach irgendwo unten auf in der Wiese und deswegen ist das da wahrscheinlich auch so übelst nass. Und das könnte natürlich auch sein, auf der anderen Seite ist ja auch logischerweise ein Fallrohr jetzt von der Werkstatt, dass das da genauso gemacht wurde und das könnte natürlich auch eventuell diese Unterspülung da hinten erklären, warum da so viel Boden fehlt, dass das wirklich dann, wenn das unterirdisch da einfach nur stumpf in die Wiese geleitet wurde, dass das sich natürlich dann ausgespült haben könnte, ne, so möglich. Und da hatten auch schon die ein oder anderen reingeschrieben, von wegen, ja, musst du mal gucken, ne, wenn du da später beigehst, dass du das vernünftig ja nochmal auflockerst, den Boden. Das stimmt, gerade jetzt, wo ich mit dem Teleskoplader hier natürlich auch nochmal richtig mit den Tonnen das Ganze verdichte, muss ich das später auf jeden Fall sehen. Aber ich muss den Boden eh noch erleichtern. Ne, da habe ich schon mal drüber gesprochen mit dem Gartenlandschaftsbauer, dass man da so ein bisschen Sand oder was mit untermischt, damit der Boden insgesamt ein bisschen leichter wird. Ne, also wegen der Pflanzenwachstum-Gedönse. So, jetzt sehe ich zu. Ich mache das jetzt hier auch nur einmal ganz grob. Klar, mit dem Laser habe ich da jetzt einmal Gusse so ein bisschen die Richtschnur da angebracht, nur damit ich überhaupt eine Orientierung habe und ungefähr sagen kann, wie die Platten verlegt werden müssen. So, jetzt als nächstes brauche ich ein bisschen Sand. Naja, Sand habe ich ja genug. Das heißt, einmal die Palettengabel abgebaut und die Schaufel mal wieder aufgenommen. Die liegt da jetzt auch schon relativ lange auf dem Gras, wie man sehen kann, auch am Gras selber. Heieiei. Naja, das wächst ja zum Glück immer alles sehr schnell wieder nach. So, und da habe ich jetzt so ein bisschen das Problem, ja, wie viel Sand brauche ich denn eigentlich, ne? So, da hinten jetzt Quadratmeter, keine Ahnung, ne? Und 10 Quadratmeter oder was hat die Fläche? Und ja, jetzt weiß ich natürlich nicht so genau, deswegen, ich wollte jetzt nicht unendlich viel Sand damit runterschlüren, aber auch nicht zu wenig, ne? So, da muss man halt gucken, dass das halt, wie es passt. Da kämpfe ich mich jetzt nochmal hier durch die Matsche. Ihr seht es da, ich nehme mal den Zeitraffer raus, da bist du schon mit dem Teleskoplader richtig am Gange und richtig am Buddeln. Ich sag mal, wie gut, dass die Reifen so gutes Profil haben und mit dem Allrad und der Allradlenkung, da kann man schon richtig was machen. Aber das hat schon richtig was von Powerslide hier, um den da in die richtige Position zu bringen. So. Jetzt werde ich auch an der Stelle erstmal nur so ein bisschen Sand da verteilen. Auch da wieder, wenn ihr jetzt im Cockpit sitzt, jetzt hier aus dieser Kameraperspektive, kann man das natürlich wunderbar sehen. Ja, wie viel Sand ist das und so weiter. Aber wenn du im Cockpit sitzt, dann siehst du das halt nicht. Da kannst du jetzt weder den Haufen sehen und sonst irgendwas. Deswegen mache ich erstmal nur so ein bisschen vorsichtig, damit ich da was verteilt kriege. Weil, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht zu viel Sand verteilen. Das soll ja nur dazu dienen, dass ich die Terrassenplatten halbwegs sauber verlegen kann, ohne da jetzt noch hin und her graben zu müssen. Da ist mir im Übrigen zwischenzeitlich auch noch ein kleiner Rechenfehler aufgefallen, dass nämlich die eine Palette hat natürlich 1,20x80, aber eine Gitterbox, die ist eher so 85 cm breit. Ja, jetzt sind die Platten 40 cm, was ich meine, 1,60 in der Tiefe. Ich bin zwar ein bisschen von der Wand weg, weil die Bruchstein, dieses Bruchsteinfundament da unten, das ist natürlich auch nicht ganz gerade. Das geht ja nicht senkrecht nach oben, sondern das ist ja auch so ein bisschen krumm und schief. Und wenn du stapelst, musst du natürlich auch drauf achten. So, aber das wird wahrscheinlich nicht so ganz passen mit den 1,60. Das heißt, ich müsste eigentlich mehr so auf 1,70 oder vielleicht sogar 1,80 gehen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann später mal noch gucken. Aber das werde ich erst gucken, wenn ich da die Dinger auch wirklich draufstelle, ob ich dann nochmal eine kleine Kante aus abgebrochenen Terrassenplatten da dann nochmal vorherlege oder so. Naja, muss ich denn schauen. So, und jetzt hier, ja, das auch hier, Leute, ne, das mache ich einfach nur easy peasy, einmal daran lang gezogen, dass das Ganze so ein bisschen
bisschen gerade ist, ne, auch da nur, ich orientiere mich jetzt praktisch hinten an der Schnur so ein bisschen, dass das passt, plus eben die Wasserwaage, dass ich so halb wie es gerade abziehe, aber Leute, das ist jetzt hier keine Zierterrasse, sondern wirklich nur der Lagerplatz, ne. So, dann heißt es wieder Befreiung aus der Wiese, den Teleskopladder wieder rausgraben. Ist schon echt übel. Ich muss auch wirklich mal gucken, wie ich das wieder auffülle oder gerade ziehe mit der Schaufel. Weiß ich nicht mit dem Teleskopladder, ob das geht. Einige schrieben schon, also der Haufen, den ich da habe, das ist wirklich übelster Lehm. Wenn ich den hier verteile, dann habe ich richtig Scheiße am Dampfen. Also da diesen Haufen, den kann ich auf jeden Fall nicht direkt hier 1:1 auftragen. Dann kommst du nämlich nirgends mehr durch, weil wenn du so feuchten Lehmboden da hast, dann hast du richtig Spaß, ne? So. Ja, den Sand habt ihr gesehen, ich habe nicht alles verbraucht, auch ganz gut. Da habe ich mich selber ein bisschen auf die Schulter geklopft, dass ich das so halbwegs gut eingeschätzt habe. Die Schaufel habe ich mir jetzt überlegt, stelle ich nicht mehr jetzt da aufs Gras, damit sich das so ein bisschen erholt. Die kann ich nämlich auch wunderbar hier erst abstellen vors Haus. Da stört sie nämlich letzten Endes auch erstmal nicht. Erst wenn wir wieder bei der Giebelwand anfangen, aber dann dauert es ja nur 5 Minuten, dann habe ich die da wieder weg. Also dieses Schnellwechselsystem ist schon eine echt geile Sache, ne? Wenn du da so ein bisschen Übung mit hast, ne? Zacko Mio, das eine Anbaugerät dran, das andere wieder ab, zack, zack, ne? Geht das. Und das ist schon enorm praktisch. Vor allen Dingen, weil natürlich auch die Anbaugeräte für so eine Maschine hier auch ein paar Kilo wiegen. Selbst diese kleine, ich meine im Vergleich zu der Schaufel, filigrane Palettengabel, die kriegst du auch jetzt nicht angehoben. Das ist schon echt sauschwer, das Teil. Und für den Bagger habe ich sowas ja nicht. Also einen Schnellwechsler für den Bagger habe ich ja nicht. Aber da habe ich es auch nie vermisst, weil da so ein 40er Löffel für so einen Mini-Bagger, den kannst du ja auch in der Hand nehmen. Also das ist ja nicht so das Problem. Da vermisst man sowas jetzt auch nicht wirklich. Hatten einige mal auch mal reingeschrieben, warum ich da keinen Schnellwechsler. Ja Leute, weil ich eh nur 2 Löffel habe und davon fast nur einen die ganze Zeit nur gebrauche. Und wenn du die mal wechselst, ist das von Hand auch mal erledigt. Und wenn ich die 2-mal im Jahr wechsle, dafür brauche ich halt keinen Schnellwechsler. Und die sind auch gar nicht so billig für so einen Mini-Bagger jetzt. Ne? So, das wie gesagt war jetzt so ein bisschen die schöne Arbeit und jetzt geht es an die beschissene Arbeit. Ne? Also jetzt hier so Terrassenplatten verlegen, wer das schon mal gemacht hat, meine Gott, das ist auch ein für der Vater und Mutter erschlagen hat. Da merkst du es hinterher auf jeden Fall richtig im Rücken, in die Knie, in die Oberschenkel von diesem ganzen Gebücke und so weiter, weil so ein bisschen wiegen tun diese Platten ja auch, darf man auch nicht vergessen, auch wenn die so fipsig aussehen, ne? Aber wenn du die den ganzen Tag hin und her schlüren musst und was ich eben schon meinte, das sind jetzt 48 Platten da auf der Breite, das geht, kriegst du hin, ne? In meinem Alter ist das halt nur, merkst du halt langsam am nächsten Tag dann auch schon wieder, ne, die Oberschenkel, ne, ja. Ja, ich bin hier eigentlich ganz gut vorwärts gekommen. Ich mache mir natürlich jetzt, was ich schon meinte, da auch nicht wirklich einen drauf fertig. Ich lege die da hin, halbwegs gerade. Die Wasserwaage, die dient ja mehr zur Orientierung. Ich gucke halt, dass das halbwegs passt, damit die Paletten da halbwegs ordentlich stehen. Aber letzten Endes haben die Paletten auch keine Gewerkschaft, wo sie sich jetzt hier beschweren könnten bei mir. Also von daher ist das auch relativ egal. Ne? Auch hier mit dieser Kreuzfuge, dass ich die jetzt einfach da verlege. Ich glaube auch, Terrassenplatten sollte man besser auf Versatz verlegen. Ne? Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht vom Fach, kann ja vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, ob man das grundsätzlich immer machen muss, vor allen Dingen, wenn man es machen muss, warum muss man es denn überhaupt machen, ne, so, ist mir tatsächlich irgendwann später auch aufgefallen, dass ich das jetzt hier so verlege und eben nicht auf Versatz, und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ach komm, weißt du was, ist auch egal, so, was soll's, irgendwann bist du, man will ja auch fertig werden, ne, so, von daher, wichtig ist, dass der ganze Kram dann nachher draufpasst und nicht von selber umfällt und dass das halbwegs stabil ist. Ihr könnt mir übrigens sehr gerne in die Kommentare so ein paar Tipps schreiben, wie man sowas vielleicht einfacher, / besser oder sauberer machen könnte mit anderen Vor- oder Nacharbeiten, weil ich muss ja auch später noch die Terrasse da hinten, die baue ich ja jetzt erst ab, aber später auch wieder aufbauen und da wollte ich eigentlich die Pflastersteine auch selber verlegen und von daher wäre es ganz nett, wenn der ein oder andere da ein paar Hinweise hat, ne? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich nehme das gerne mit, kann ich nur daraus lernen, dass ich es beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser hinkriege, aber gut, so. Was ich jetzt hier mache, noch ein bisschen Sand verteilen in die Fugen. Und ihr seht schon, den Haufen an Terrassenplatten, der da jetzt noch so rumliegt, der ist gar nicht so groß kleiner geworden. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und wie das dann so ist, ne? Das Wetter war eigentlich ganz stabil und mir ging es auch noch ganz gut. Und dann habe ich mir überlegt, ach, weißt du was, wenn du da eine Reihe Terrassenplatten verlegst, dann könntest du ja theoretisch auch noch eine zweite Schicht oben drüber packen. Ja, warum mache ich das? Ja, habe ich mir mehr, wie gesagt, das war jetzt mehr so ein spontaner Einfall. Aber die Idee oder der Plan dahinter ist, naja, wenn ich jetzt eine zweite Lage und ihr seht, die lege ich jetzt mit Versatz auf die Fugen der ersten Lage, dann habe ich erstmal so ein bisschen mehr Schutz gegen Unkraut von unten, weil Unkraut haben wir hier einfach ohne Ende.
dann kommt das da nicht ganz so durch, wenn diese Fugen sich versetzen. Das hoffe ich zumindest mal. Das werden wir dann ja sehen im nächsten Frühjahr. Und auf der anderen Seite, wenn du eben zwei Lagen von diesen Terrassenplatten hast, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Belastbarkeit, ist jetzt so meine Idee. Ne? Weil wenn jetzt die oberste Lage zum Beispiel mal brechen sollte, weil die Punktlast vielleicht von den Gitterboxen dann zu groß ist, dass dann eben, dann hast du halt noch eine Lage darunter und bist nicht eben direkt auf dem Sand. So, das ist so meine Idee. Und natürlich, die andere Idee ist einfach nur, ich habe halt noch scheiß viele von diesen blöden Platten übrig und hatte jetzt auch keine Lust, die alle jetzt wieder auf eine Palette zu zangeln. Ne? So. So, dann kann man sie auch hier verbauen, sind sie weg. Wahrscheinlich werde ich mich dafür hassen, wenn ich irgendwann mal in Zukunft, wenn wir hier fertig sind oder es irgendwann heißt, so, jetzt möchten wir hier gerne irgendwie einen Gemüsegarten von machen, von dieser Ecke, und ich darf alle Platten wieder hochnehmen. Aber gut, da kann ich dann ja auch mit dem Mini-Bagger oder was beigehen und kann die da wieder wegreißen, keine Ahnung, ne, so. Das ging auch relativ schnell, wie ihr seht, das war jetzt ja letzten Endes nur einmal drauflegen, dadurch, dass die unterste Lage ja halbwegs gerade lag, konnte ich die zweite Lage im Prinzip einfach nur drüber legen und da muss ich mal schauen, was ich ja meinte jetzt von dem Vermessen her. Ich muss jetzt noch eine Reihe vorherlegen, so eine halbe Reihe. Das ist mir aber jetzt erst nachher aufgefallen, so von daher, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht bedacht, auch wenn ich da ab und zu mal so bedächtig stehe und mir mein Werk anschaue. So, die restlichen Platten packe ich jetzt auf eine Palette, ganz einfach, weil dann kann ich sie hin und her transportieren, relativ easy peasy, und dann ist das hoffentlich das letzte Mal, dass ich diese ollen Terrassenplatten in der Hand nehmen muss, weil da habe ich jetzt echt, die habe ich jetzt so oft hin und her geschlürt, das muss jetzt einfach reichen. Ne? Ja, das Schöne ist aber, jetzt ist diese Ecke hier abgeschlossen, dieses Arbeitspaket kann ich als erledigt betrachten. Jetzt habe ich hier eine Plattform für meine Paletten und kann, ja, sage ich mal, jetzt bei der nächsten Terrasse anfangen. Ja, damit sind wir erstmal fertig mit dieser kleinen Plattform und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, hat ganz gut funktioniert. Ja, ich weiß, hier Kreuzfuge und so, aber ihr wisst ja, hier kommt jetzt nicht so drauf an. Wichtig war, dass ich hier eine möglichst gerade Fläche habe, die ein bisschen belastbar ist. Das war auch so eine Sache hier mit den zwei Schichten. Platten war so eine, ich sag mal, mehr wie eine spontane Idee. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Die Idee war einfach nur, wenn ich hier zwei Gitterboxen stapel, dann kann das ja durchaus sein, dass ich danach eine Punktbelastung von so 3 Tonnen oder so habe auf 4 Punkte, dann wo die Gitterbox halt draufsteht. Und wenn dann mal so eine Terrassenplatte kaputt platzt, die sind dafür ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht geeignet. Dann hast du zwei Schichten, ne? So, wenn die direkt platzen würde, so, das war so die Idee dahinter. Und aber andersrum, weil ich einfach so scheiß viele von diesen Platten hatte und jetzt auch nicht wusste, wohin damit. Ne? Also die Idee war einfach, die Platten zu verbrauchen. So, jetzt ist da eine Palette da, der Rest von übrig geblieben. Diese ganzen kleinen Futzelreste, die habe ich jetzt aufbewahrt, weil die benutzen wir immer, wenn wir Fundamente gießen, dass wir dann da quasi die Armierung mit auf Höhe halten. Dafür sind die eigentlich ziemlich gut. Deswegen habe ich diese Futzelteile da noch mit drauf gelegt. Die kommen dann nachher mit ins Fundament. Und ja, den Rest jetzt auf Palette kann ich es denn ja auch wieder bewegen. Jetzt würde ich zwar ganz gerne schon hier die Gitterboxen draufstellen, um mal so zu gucken, wie das aussieht. Aber Leute, ihr wisst ja, wie es hier aussieht mit dem Dings. Und ich bin heute Morgen, als ich den Sand hier hingefahren habe, habe ich mich hier schon fast festgefahren. Ich meine, gut, bis man sich mit so einem Teleskoplader festfährt, da muss natürlich was passieren. Aber trotzdem, das ist jetzt schon echt Endstufe. Es ist wirklich nass. Es hat die letzten Tage geregnet. Da unten steht das Wasser. Und das geht gar nicht. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, die 4 Gitterboxen bedeutet ja, ich muss 4-mal hier hin und her fahren. Und vor allen Dingen muss ich die Gitterboxen auch noch einmal drehen. Also ich habe die jetzt ja so längs dahingestellt und ich brauche die ja hier quer. Und ja, wenn ich das hier jetzt mache, dann ist hier tatsächlich gar nichts mehr über. Also ich möchte jetzt wirklich vermeiden, mit dem Teleskoplader hier nochmal reinzufahren. Deswegen, die beißen jetzt ja nicht, wenn sie da auf dem Gras stehen. Lasse da erst noch stehen. Die Plattform ist soweit fertig. Das kann ich jetzt machen. Hier in diesem Bereich, hier muss ich nochmal den Bagger rausholen. Hier ist noch so ein Buckel drin. Weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, aber ich habe ja noch so ein bisschen Erde. Und das werde ich hier noch so ein bisschen auffüllen, das Ganze, dass ich hier noch so ein bisschen Erde hinkriege und dann mal gucken. Ne? Aber so, denke ich, kann man das erstmal lassen und jetzt mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob das dann nachher passt mit den ganzen Paletten hier drauf und den Gitterboxen und so weiter. Und ja, soweit so gut. Damit wäre dieser Teil, würde ich mal sagen, abgeschlossen. Naja, abgeschlossen in Anführungszeichen. Klar, so ein paar kleine Restsachen sind noch zu erledigen, aber im Großen und Ganzen ist es erstmal durch.
Oh, dann habe ich jetzt ja fast keine Ausrede mehr, dass ich da oben an der Terrasse anfange, wa? So, hier sind wir jetzt an der, wie ich sie nenne, hinteren Terrasse. Das sind so diese Luxusprobleme, wenn man so ein Anwesen hier hat. Ja, Schatz, wo bist du gerade? An der Auffahrterrasse? Ja, auf welcher denn? So, naja, vielleicht kommt das in Zukunft mal irgendwann. Auf jeden Fall, im Moment sieht das hier noch aus wie Kraut und Rüben, weil hier braucht es schon seit Monaten oder dieses Jahr ist hier noch nie einer gewesen und hat irgendwas gemacht. Und jetzt geht es hier halt wieder los. Ich muss jetzt hier, nur um da so kurz einen Überblick zu kriegen, was jetzt demnächst halt so anliegt hier. Ich muss jetzt sehen, dass ich die Hauswand abdichte, da im Sockelbereich. Da kommt erstmal ein Schwarzanstrich dran, um das Ganze abzudichten. Dann noch eine Noppenbahn, eine Noppenfolie vorher. Und ja, und eine Drainage lege ich da auch noch vorher, ne? Weil das hier die Hangseite ist. Und wenn hier das Wasser runterdrückt, das möchte ich ganz gerne hier von der Hauswand so ein bisschen ableiten. Kann ja nicht schaden. Und wenn du sowieso einen Bagger hast und das alles, dann machst du das halt gerade mit, ne? So. Und was dann viel wichtiger ist, ihr seht ja auch da noch die Dachrinne und die Dachentwässerung. Die Entwässerung muss hier entsprechend neu gemacht werden und eben auch in dem Zuge, da hinten kommt ja auch, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber die einige werden es wissen, da unten kommt ja das Abwasserrohr raus vom Haus und das muss hier auch über die Terrasse gelegt werden. Und der Brunnen muss auch noch tiefer gelegt werden, dass der verschwindet unter dem Pflaster und so weiter. Das heißt, jetzt erstmal das Pflaster hochnehmen und hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Dafür habe ich ja die Terrasse, die Terrassenplatten da hinten mit einer kleinen Plattform gebaut. Dass ich da hinten jetzt genau solche Paletten hinstellen kann, weil im Moment würden die überall nur im Weg stehen oder bis jetzt zumindest. Jetzt habe ich eine neue Plattform, das heißt, jetzt kann ich die ja wegholen und dann da hinten erstmal abstellen. Da stören die nicht, diese ganzen Pflastersteine, weil das wird ja noch ein bisschen was werden, weil das Abwasserrohr muss hier komplett durch und bis hinten hin praktisch. Ne? Also das ist, da kannst du noch ein bisschen baggern. Naja, wie dem auch sei, das sind erstmal so die nächsten Pakete. Ist ein bisschen To-Do, also, ne? Aber ich habe das strategisch so gewählt. Auch da wieder so ein bisschen die Idee, wenn ich hier hinten anfange und zwischendurch ergeben sich andere Arbeiten, zum Beispiel vorne an der Giebelwand und sonst irgendwas, dann ist das hier vollkommen von der Priorität ja völlig egal. Das stört keinen, wenn ich hier alles aufbuddel, das stört auch keinen, wenn ich hier was mache, aber letzten Endes muss es irgendwann mal fertig werden. Und ja, da ich jetzt eben gerade die Luft habe, fange ich da jetzt mit an, auch wenn das hier zugegebenermaßen natürlich nicht die optimale Jahreszeit dafür ist, aber naja, mein Gott, ne? So, kriegst du auf jeden Fall hin. Aber das Schöne ist, wenn wir zwischendurch andere Arbeitspakete haben, wichtigere Arbeitspakete, dann kannst du hier jederzeit den Hammer fallen lassen. Ist dann scheißegal, ne? So, dann machst du hier, lässt es halt liegen, ne? So, das ist alles gut. Und ja, ich werde mal sehen, wie es dann jetzt hier weitergeht, ne? Mit was ich anfange, das muss ich mir noch genau überlegen. Jetzt klar, das erste wird wahrscheinlich sein, jetzt mal ein bisschen aufräumen und vor allen Dingen jetzt erstmal da hinten die Plattform dann bestücken mit den ganzen Gitterboxen und so weiter, sobald das so ein bisschen trockener ist. Aber ich denke mal, nächste Woche kriege ich das schon irgendwie hin. So, dann würde ich sagen, an der Stelle danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war ein bisschen lustig und ja, dann wünsche ich noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns am nächsten, ja, im nächsten Tagebuch oder im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.